Hallo und Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings. Hier ist euer Mare von Wolfsrudel. Und heute, am Release-Tag des Landwirtschaftssimulators 2015, kommt gleich so bald wie möglich das erste Let's Play. Hab das Spiel vorhin eben um kurz nach 3 von der Post bekommen, ja, per Amazon vorbestellt. Und ja, möchte ich gleich mit in den ersten Einblick des Spiels nehmen. Eingestellt habe ich soweit schon mal alles, war ganz kurz im Spiel drin und habe also eine kleine Tour, ist wahrscheinlich für alle Neulinge gut mal gemacht, ist ganz interessant. Ja, was gibt es zu den Einstellungen zu sagen? Bisschen mehr als bei den vorherigen Spielen. Man kann jetzt hier zum Beispiel eine Farbe im Multiplayer einstellen, alle Farben, also 8 oder 9 Farben glaube ich. Automatische Hilfe, das ist wahrscheinlich dieser Balken links, wo diese ganzen Tastenkombinationen stehen, wie Q ankuppeln und sowas. Man kann die Maßeinheit ändern, das glaube ich wäre schon mal neu. Und auch die Geldeinheit in Pfund, Dollar oder Euro, finde ich auch nicht verkehrt. Schmutz kann man anmachen und ausmachen, Rückspiegel auch, das heißt, es gibt funktionierende Rückspiegel, das wusste ich bisher noch gar nicht. Auch den Nickname eben ändern. Und Mods habe ich bereits diesen Lamborghini Nitro 120 drin. Der, den ich auch kostenlos bekommen habe, der ist, da ist eben sowas, so ein Blättchen drin, wo dann hinten eben der Key ist und wie man den einlösen kann. Zur Grafik, ja, wie gesagt, sonst Hardware-Profil eben, wie sonst immer, very high. Und Kantenglättung, anisotropischer Filter und die Bildschirmauflösung. Weil sonstiges kann man eben das Lenkrad einschalten. Ich werde das nachher mal probieren, ob das mit meinem Lenkrad funktioniert, dass ich da mit Lenkrad und Maus spiele und halt irgendwie die ganzen Tastenkombinationen aufs Lenker. Da habe ich insgesamt 8 oder 9 Stück, die ich da verknüpfen kann. Sollte vielleicht gehen. Das wäre nämlich schon was, wenn man einfach nicht so eckig lenkt, sondern einfach schön rund mit dem Lenkrad. Wenn das funktionieren würde, wäre super. Multiplayer ist wie immer, also soweit ich das sehen kann, Continental Europe, Deutschland, international. Deutschland gibt es schon Server, natürlich gibt es schon Server und zwar schon genug. Schöne Sache. Da werden wir uns heute auch gleich zu zweit ins Getümmel stürzen, wenn mein Kumpel das auch hat. Ja, Erfolge gibt es auch hier noch. 16, glaube ich, war auch schon immer so. Eben hier noch die ganzen Tutorials, die gab es eben auch schon immer. Das Einzige, was ich gemacht habe, war dieses Tutorial 12 Kühe füttern, damit man auch nochmal sieht, wie das nochmal genau geht, weil ich das schon nicht mehr genau wusste. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einem neuen Spielstand. Ich würde einfach mal sagen, einfach, denn ich werde wahrscheinlich eh fast immer mit meinem Kumpel im Koop auf unserem eigenen Server zu zweit, wenn auch mehr kommt, spielen und daher werde ich dann wahrscheinlich alleine recht wenig spielen. Und alles, was er dann sieht, wird dann wahrscheinlich mit ihm zusammen aufgenommen. Bjornholm natürlich, es gibt auch die Vesper Chills Karte, wie ich hier sehe, ist die ein bisschen grüner geworden, nicht mehr so tristlos, aber gut. Ist eine nette Sache, aber wie gesagt, die meisten kennen sie halt doch schon aus LS13 und die, glaube ich, war jetzt nicht so besonders, die Karte, und glaube ich, ist natürlich dann auch nicht auf Forstwirtschaft ausgelegt. Und ja, das Laden geht sehr schnell, dank meiner SSD, und nein, wir haben die Tour schon gemacht. Genau, wir sind gleich mal da, so. Was ich gleich noch sagen wollte, bitte ladet euch sofort dieses Update, diesen Patch 1.1 runter. Denn ohne den habe ich gestern noch beim Let's Play gesehen, das ruckelt entweder am Anfang so schlimm, also bei mir war nur ganz am Anfang kurz was beim Tutorial, jetzt ist aber wirklich gar nichts mehr. Also gut, ihr seht schon hier, FPS-Zahl ist bei 40, das ist, also bei Formel 1 bekomme ich mehr, sagen wir mal so, auch bei Crysis bekomme ich, glaube ich, an die 50. Das ist dann immer einfach, glaube ich, die Engine, das war schon immer so, und solange es zwischen 30 und 40 ist, ist es einwandfrei. Natürlich ein bisschen wenig, aber das wusste ich schon beim 13er, dass das Spiel recht viel schluckt. Dann sind wir gleich schon mal in diesem neuen Mähdrescher, den Standard-Mähdrescher von Sam Rosendev. Schalten wir gleich mal an, klappen wir auf. Wie gesagt, es läuft alles flüssig und deswegen müsst ihr den Patch runterladen, damit das dann wirklich flüssig läuft. Und dann würde ich sagen, wir gleich mal los. 3 haben wir diesmal den Tempomat. Der drischt da mit 10 km/h, 9, das ist mir ein bisschen eigentlich zu schnell. Eigentlich so zwischen 5, 6, 7, sage ich mal, wäre angebracht. Also
mehr obere Grenze eigentlich. Da ist ja noch kein manuellen, wie ist das nochmal? Ja, Drehzahl höher und wo man die Drehzahl eben erhöhen konnte, wie schneller dann fährt. Das gab es ja als Mod dann auch für jede Fahrzeuge, das wird bestimmt auch bald wieder kommen, um das dann ein bisschen realistischer zu machen. Man sieht eben schon die schönen Reifenspuren. Das ist natürlich eine der schönsten Sachen, muss ich schon sagen. Einfach, dass einfach mehr Realismus reinbringen. Wir können auch mal hier auf die Karte schauen. Mit 9 öffnet man die. Finde ich, die Karte sieht sehr, ist eben auch ein bisschen transparent. Finde ich saugeil gemacht. Man kann wirklich schön erkennen, wo man hin will, und man braucht eben diesen PDA nicht mehr. Und man hat immer sofort die Minikarte. Das finde ich wirklich genial. Auch die Koordinaten stehen dabei. Also was will man mehr? Das ist schon mal super. Das habe ich immer genervt, immer den PDA, und der war dann so groß. Und die Karte ist wirklich schön, die ist auch ein bisschen transparent. Und da finde ich das wirklich super. Aber was ich wirklich das Allerschönste finde, ist, wie es denn meist, das habe ich ja im Trailer gesehen, und das Getreide reinzieht, man sieht schon hier unten, wirklich sehr geil aus. Einfach realistisch, wir können es mal von außen betrachten, ich hoffe, ich war gerade, ja. Hier schön reinziehen und von der Seite auch, dass es einfach niedriger wird und zusammengedroschen und dann eben eingezogen wird. Und da hinten die Schwaden, ja gut, das ist auch okay. Es bleibt halt nichts liegen, es wäre lustig, wenn so ein bisschen so eine kleine Staubschicht oder so einfach eine kleine Schicht von den von dem rausgehäckselten Zeugs noch da wäre, aber ist jetzt auch egal. Und ja, dann gehen wir, glaube ich, mal weiter zu den, glaube ich, lass mal den Helfer fertig dreschen. Obwohl, nee, das ist mir jetzt zu doof. Ich will versuchen, möglichst ohne den Helfer zurechtzukommen, denn das habe ich gestern wieder bei einem gesehen, sofort den Ding benutzt, den Helfer benutzt, kaum drin und schon lässt er den ganzen Helfer das ganze Feld grubbern. Also ich meine, das kann man machen, wenn man mal 3 Monate gespielt hat und dann einfach keinen Bock mehr hat, aber ich finde, am Anfang sollte man das schon alles realistisch machen. So, wir haben hier den Hürlimann, Drivebar Prestige, H488 Turbo, glaube ich 90 PS, steht auch hier an der Seite dran. Sieht innen schön aufgeräumt aus, sauber, ordentlich, schöne Texturen. Also definitiv, glaube ich, besser als bei allen Vorgängern. Bei dem Video, das ich gesehen habe, sahen die Texturen auch noch viel schlechter aus. Das ist aber hier gar nicht der Fall. Es ist wirklich sehr schön gemacht, sehr sauber. Wenn man hier ganz nah sitzt, sind die Texturen immer noch scharf. Also hier haben sie echt gute Arbeit gemacht. Auch bei ihm war das oben so verpixelt, das kann ich hier fast gar nicht feststellen. Mein Gott, so ein bisschen, aber das sieht man wirklich kaum. Anhänger drin und hinten Schriftzüge, alles sehr ordentlich gemacht, also wirklich ein großes Lob auch an Giants hier für die tolle Fahrzeug Texturierung und für die saubere Arbeit, sage ich mal. Was man auch gleich feststellt, das Handling, der hat ja eben nur 90 PS, dieser Hürlimann, wenn man hier eben runterfährt, dann schiebt ihn oft ein bisschen über die eigene Achse, also es ist nicht mehr ganz so leicht, man slidet hier richtig ein bisschen, also man rutscht ein bisschen. Das ist wirklich sehr geil, weil es einfach viel mehr Realismus bringt. Ist einfach so. Und das ist wirklich wieder ein großer Schritt. Ich möchte jetzt hier natürlich erstmal die positiven Dinge anläuten. Wie gesagt, was ich eben schon rausgefunden habe, dass eben das am Anfang wirklich sehr leckt, ohne dass ich diesen Patch und auch von anderen gehört habe. Das sind natürlich dann schon mal negativ. Allerdings gab es den Patch schon seit gestern, also kann man sich den sofort runterladen. Und erst mit dem hat man quasi das Spiel dann auf Release-Zustand, auf fertigen Zustand. Dann hängen wir hier mal mit dem Deutz die Sämaschine an. Schauen wir auch mal den mal von innen an. Auch mal ein bisschen verdreckt der Scheibe, auch saubere Texturen, alles schön. Oettinger Vita-Säm haben wir dran. Und haben wir hier eine Ne, haben wir nicht. Wir haben Blinker. Licht können wir nochmal testen. Das Licht sieht auch immer ganz schön aus. Ich finde den Deutz wirklich einen sehr schönen Traktor, vor allem die alten Deutz mit dieser eckigen Schnauze, auch bei den alten Fan-Favorit und sowas. Echt geile Traktoren, also von der Robustheit einfach wahrscheinlich viel besser als diese neuen Deutz-Fahr. Oder das war ja auch schon Deutz-Fahr, glaube ich. Früher gab es ja nur Deutz und jetzt der Deutz-Fahr. Die alten Deutz, die waren eben wirklich unverwüstlich, die waren eine der besten Traktoren zu damaliger Zeit. Ich glaube, wir brauchen hier ein größeres Gewicht. Nee, wie konnte ich jetzt nochmal Gewicht senken? AV, okay.
Was ich schade finde, es gibt eben, glaube ich, keine 3 Tempomatstufen mehr. Na, jetzt komm. Ah, ich bin ja so daneben gefahren. Jetzt geht's, klar. Also dieses Symbol erscheint nicht mehr zum Ankuppeln. Das ist einfach weg, aber das sollte jetzt nicht hören. Also natürlich auch sieht diese schönen ja, Gebäude einfach, die so nordisch angehaucht sind, wie man hier schon sehen kann. Alles aus Holz. Auch die Holzfarbe lässt wirklich so ein bisschen Erinnerungen an die nordischen, ja, Gebäude so aufkommen. Hier hinten ist eben noch das Getreidelager, da können wir gleich mal auffüllen. Hier, glaube ich, stehen sogar noch Infos zu den Getreide. Ja, hier eben Kartoffeln und Zuckerrüben. Diese Fillplane sieht aber allerdings auch, glaube ich, besser aus als der Vorgänger. Ja, sieht definitiv besser aus. Hier, ah, hier haben wir Hackschnitzel. Ah, die sehen echt gut aus. Also von der Ferne. Sehr gut. Was ich mir mal wirklich wünschen würde oder gewünscht hätte, wäre, weiß ich nicht, ob es so ist, beim Ackerl habe ich noch nicht gesehen. Beim Grubbern sieht es schon mal gut aus mit diesen 3D-Texturen eben, der Animation. Beim Pflügen wäre das allerdings geil und überhaupt würde ich mir irgendwann wünschen, dass es irgendwann funktioniert, dass man eben die Bodentextur dreidimensional hinbekommt. Also eben, wenn man, dass man eine richtige Furche sieht beim Ackern, auch beim Grubbern eben verschiedene Höhen, das, also, das wird bestimmt irgendwann möglich sein. Oder wenn es sich sogar schon möglich wäre, mit viel Aufwand natürlich, aber das Allerschönste ist eben auch, dass beim Anhänger eben diese Fillplane, wie nennt man das, ja auch so, verschiedene Schichten hat, verschiedene Höhen. Das heißt, wenn man die ganze Zeit in einem Fleck stehen bleibt, wird hier zuerst ja, die ganze Saat oder eben was man eben auflädt, eben hier die Zuckerrüben, wird eben alles aufgeladen, nur an dem einen Punkt und verteilt sich ein bisschen, aber hauptsächlich an dem Punkt ist eben dann die meiste, der größte Haufen eben, wo man eben eingeladen hat. Das ist wirklich geil. Also das füllt sich nicht alles gleichmäßig auf, sondern ich glaube, wir haben alles. Kann das sein? Nee, der Anhänger ist voll, stimmt. Ja, das sieht dann eben so ein bisschen schräg aus. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Gehen wir auf die Karte und suchen uns. Was suchen wir denn? Silos haben wir hier, genau. Wir suchen. Es gibt übrigens schon wahnsinnige 5 Verkaufsstationen, so wie ich das sehe. Nein, 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, 5 Verkaufsstationen für Getreide. Dann einmal das Biomasse-Heizwerk, das wahrscheinlich dann für Hackschnitzel sein wird. BGA, glaube ich, auch für Hackschnitzel. Und Sägerei eben für die, die Sägerei natürlich für die Baumstämme, für das Holz. Ansonsten haben wir eben die Windmühle, Reederei, Transportfirma, Getreidespeicher und den Güterbahnhof. Also wirklich, da war dann wirklich schön Zeit, das alles anzuschauen und eben die Preise zu vergleichen. Was man auch sieht, diese grünen Anhängersymbole sind wahrscheinlich solche Feldsilos, sag ich mal, wo man eben mal so schnell Getreide zwischenlagern kann. Glaube ich zumindest. Wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich ganz gut. Wenn wir jetzt den Berg hochfahren würden, würde man auch sehen, dass er sich beim Ziehen sehr viel schwerer tut, der Hürlimann, als beim Runterfahren, nicht wie das früher war. Und dank diesen More Realistic Mods eben auch dieses realistische Fahrverhalten eben haben. Dank denen wurde es eben auch so gemacht. Jetzt sind wir hier dann gleich beim Shop. Da ist auch schon mal was los, können wir sehen. Und wir haben Verkehr. Recht langsam. Das ist wieder toll für meine Fahrkünste, die lade ich dann wieder ein nach dem anderen ab, wenn ich irgendwo abbiegen will. Schauen wir uns mal die Autos an. Ja, einigermaßen kann man lassen. Der Händler sieht, glaube ich, jetzt eben auch ein bisschen anders aus. Habe ich mir eigentlich auch schon lange gewünscht. Da war er beim LS11, beim LS13. War der auch damals beim LS9? Nee, der sah noch anders aus. Aber die waren seitdem immer gleich. Und hier haben wir den zweiten Hürlimann. Bin ich eigentlich doof gewesen, bin erst hierher gefahren, dabei können wir ja nicht den zweiten gleich verkaufen. Ein bisschen Geld will ich schon haben, ein bisschen Startkapital. Wir haben ja gerade mal 12.000 knapp. Und verkaufen den für 22.000, also immer hier reinbringen, da bekommt man, glaube ich, 20% mehr. Wir müssten eigentlich mal schauen. I ist immer noch der PDA. Wir haben jetzt aber hier so eine riesige Übersichtskarte mit
einer wirklich sehr genau oder zumindest wirklich zuverlässigen Wettervorhersage. Wir haben hier die Finanzen. Also Kontostand habe ich, soweit ich weiß. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso haben wir ein Vermögen von 34.000, obwohl ich auf dem Konto. Ah, nee, Schmarrn. Stimmt schon. Wir haben 34.000. Warum zeigt sie dann 22.000 an? Naja, egal. Hier oben kann man eben weitergehen. Sieht man auch den Trend wieder. Der Weizen ist jetzt eben, hat vom Preis her verloren und Kartoffeln leider auch. Hier haben wir dann die ganzen Übersichten eben, BGA, Rüben, Kartoffeln. Ich habe schon Kartoffeln drauf, oder? Nein, ich habe Rüben drauf. Zuckerrüben. Zuckerrüben kaufen wir, verkaufen wir. Nee, jetzt kommt erst die Fahrzeugauswahl. Kann man eben alles wieder auswählen, Traktoren und sowas zurücksetzen, wie schon immer. Kann sogar ins Fahrzeug direkt wechseln. Also das Fahrzeug manuell aussuchen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwann mal 20 Traktoren hat, bevor man alle 20 durchschaltet, kann man eben den richtigen auswählen, auch ganz gut. Und hier eben das Wachstum vom Getreide und von den ganzen Sachen. Man sieht schon, es ist kein Feld bis auf das eine Standardfeld angebaut. Uns gehört, soweit ich weiß, auch keines. Und das Verdorren ist natürlich leider wieder angeschaltet. Ich hoffe, da gibt es möglichst bald wieder jemanden, der das ausschalten kann, weil selbst beim 2013, da kam es wirklich so vor, selbst wenn du nur drei Felder hintereinander dreschen wolltest, selbst dann hattest du es fast nicht geschafft und war schon das letzte Feld schon verdorrt. Also selbst das war, glaube ich, auf normal von dieser Wachstumsstufe her. Also Entschuldigung, musste wieder gehen. Das macht einfach, wenn man ein bisschen labert. Dann der Sauerstoffzufuhr, glaube ich, dass es davon abhängt. Macht einfach ein bisschen müde. So, dann haben wir hier die Tierübersicht mit den ganzen Beständen und wie groß der Futterdruck ist, wie viel Liter wir da noch drin haben, wie früher auch. Statistiken, das ist auch sehr schön mit allen gepressten Ballen, das ist sehr schön. Wo man alles ablesen kann. Überhaupt, wie lange man, glaube ich, auch den, ja, eben Spieldauer hier. Erfüllte Mähmission und sowas. Jetzt sind wir aber am Ende. Jetzt bin ich aber gespannt, wie kann ich. Ach, hier kann man weiterschalten, genau. So, Kartoffeln verkaufen wir pro Tonne jetzt, nicht mehr pro Liter. Das ist ja mal sehr schön. Jetzt kann man sich das ein bisschen realistischer vorstellen, denn mit Litern ist das immer so. Naja, Liter ist nicht gleich Tonne. 1000 Liter Getreide werden keine Tonne. Das wären wahrscheinlich 1,5 Tonnen oder 2 Tonnen. Und 1000 Liter Wasser sind ja 1 Tonne. Das kommt hin. Beziehungsweise 1 Liter ist 1 Kilogramm. 1 Liter Wasser ist 1 Kilogramm. Kartoffeln, aber gibt es jetzt die zum Verkaufen? Bei der Reederei für 907,92. Nee, wir haben doch Zuckerrüben. Verdammt, wann merke ich mir das endlich? Zuckerrüben. Für 678 beim Güterbahnhof. 880 Reederei. Und Transportfirma. Also Reederei oder Transportfirma. Schauen wir mal nach. Die Reederei ist hier oben, die Transportfirma ist ganz woanders, also Reederei. Das ist eh schon, dann kommen wir mal zum Hafen oder beziehungsweise zum Meer hin, weil da oben sieht man schon so eine schöne Bucht. Also glaube ich auch mit Leuchtturm finde ich eine super Sache, dass es endlich wieder ein bisschen ja, Zugang zum Meer gibt. War nicht riesengroß, aber doch, ich schätze mal schon, dass man aufs offene Meer blicken kann. Und da geht auch so ein Seitenarm rein, über den wir jetzt gerade drüber fahren. Muss ich schauen, wie wir fahren, glaube ich, nur noch nach rechts, dann sind wir da. Hier ist ein Wasserfall, entspringt aus dem Nichts, auch schön. Jetzt hier müsste stehen zu reden. Ja, ich fahre jetzt einfach mal nach rechts. Das Wasser sieht eigentlich auch sehr schön aus. Da hinten war ganz schön. Oh, da geht jemand über die Straße. Ja, man kann wieder durchfahren, das war klar. Aber auch wieder ein bisschen belebt, einfach, dass es, finde ich, die Texturen, die Leute sehen wirklich ganz gut aus. Geht zwar ein bisschen schwul, also mit Hüftsyndrom, aber gut, das ist Ansichtssache. Ich glaube, das Wasser sieht irgendwo anders besser aus, aber trotzdem in Ordnung. Also, man muss ja nicht 5 cm im Wasser stehen, damit man gutachten kann, ob das gut oder nicht so gut aussieht. Man kann ja bei solchen Sachen, Kleinigkeiten immer ganz pingelig sein, aber ich denke, im Großen und Ganzen
interessiert das dann doch die wenigsten. Solange es hier gut aussieht und es sieht hier verdammt gut aus, das Wasser, dann passt das. Jetzt sind wir hier am Sägewerk. Das ist dann eben... Ach, rechts ist das natürlich, rechts. Na, da ist dann schon... Hier ist das Bahngleis. Ich weiß nicht, ob man auch den Zug mal wegfahren sieht. Und hier ist eben das, wo die Baumstämme runterkommen. Sehr schöne Sache. Jetzt muss ich schauen, wo fahren wir jetzt? Fahren wir, ich würde sagen, oh, fahren wir rechts. Kommen wir, glaube ich, am schnellsten. Ja, da kommen wir am schnellsten zur Reederei. Da ist eine Abkürzung zur Hauptstraße wieder. Ich möchte mal ganz kurz was ausprobieren. Ich möchte mal ganz kurz zu dieser Lok hingehen. Wie denn aussieht? Ja, ja. Schön, schön. Hier drin haben wir eben zum Baumstämme, ja, richtig zuschneiden oder eben auch daraus Bretter zu machen. Mhm. Gefällt mir. Auch hier durchgehen, das ist... Gefällt mir einfach. Hier, was haben wir hier? Oh, geil, man kann den Zug losschicken. Das ist ja mal geil. Jetzt fährt er weg. Ist das geil. Ey, bleib stehen. Hammer Sache. Jetzt verschwindet er im Tunnel. Das will ich jetzt mir noch ansehen, wie der da verschwindet. Aber ich denke, der verschwindet ganz ohne, dass man sieht, das Ding. Ja, da ist so irgendwie so eine schwarze Wand. Oh, hier arbeitet schon einer, das hört man. Hört das auch? Kreissäge, als wäre das irgendwie so ein Horrorfilm, wo gerade einer eine Leiche, naja, oder eine lebendige Person zerkleinert. Kann man da hochklettern, bestimmt geht das. Kann auch auf die Baumstämme hoch. Ja, man kann hier rein, aber hier ist Ende. Der ist direkt davor, aber da kommen wir nicht rein, schade. Dann hüpfen wir wieder weiter und fahren dann zur Reederei. Ich schätze mal, man kann die aber nicht aufladen, oder? Auf den Zug, die Baumstämme. Mhm, okay, das wissen wir, dass auf die Schönheit der Holzstücke ankommt, lange und gerade und nicht krumm und kurz. Aber anscheinend werden die dann einfach aufgeladen irgendwann und der Zug fährt dann weg, wenn die halt bearbeitet sind. Cool, cool, gute Sache. Hier hinten auf der Karte sieht man noch so ein Schild, das sind dann solche, ja, solche Aushängeschilder für Missionen, da könnt ihr dann eben Missionen annehmen, wo ihr dann auch Geld dafür bekommt. Die sind halt eben an solchen Aushängeschildern, muss da halt hinfahren, das finde ich auch ganz gut. Hier ist noch eine Telefonzelle. Und was mir auffällt, endlich mal wirklich mehr Gebäude einfach so irgendwo, die irgendwo rumstehen. Ein bisschen mehr Leben, das hat mich bei den anderen Maps, Originalmaps eigentlich so ein bisschen gestört, bei den Standardmaps, dass eben selten Objekte da waren. Es gab zwar vielleicht immer so eine kleine Stadt, aber dass da einfach nur irgendwo ein Häuschen oder so steht, einfach mal so mitten verlassen an der Hauptstraße, so wie hier zum Beispiel, und dann auch gut platziert, das ist wirklich eine gute Sache. Ja. So, und ich glaube, hier beenden wir auch mal den ersten Teil. Ich hoffe, ich konnte euch bis jetzt einen ganz guten Einblick geben. Mir macht das Spiel jetzt schon mal auf jeden Fall sehr viel Spaß und es werden bestimmt wieder unzählige hunderte Stunden, muss ich schon fast sagen. Wahrscheinlich die meisten im Multiplayer und hoffentlich auch mal mit ein paar Abonnenten oder mit ein paar Leuten, die mitzocken wollen auf unserem Hof. Das wäre echt eine geile Sache. Wer da noch genaueres machen will, Zeit zocken natürlich noch ohne Mods, das werden wir am Anfang auch so sein lassen, dann erstmal mit den Standardmaschinen fahren und dann dann schieben wir irgendwann mal mit Mods, wenn es dann zu langweilig wird, aber wir haben gerade angefangen, also müssen jetzt nicht schon wieder Mods rein. Na gut, an der Stelle sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part, da machen wir den zweiten Teil der Erkundungstour und ja, so möchte ich das mal nennen und wünsche euch jetzt mal viel Spaß mit dem Anschauen. Macht's gut, bis dahin, Servus!